Hafenstadt Hamburg, Dreh- und Angelpunkt für den globalen Schiffs- und Güterverkehr. Hier werden seit dem Mittelalter Schiffe gebaut. Zunächst aus Holz und seit dem 19. Jahrhundert aus Stahl. Stahl war die bahnbrechende Innovation dieser Zeit. Er ermöglichte neue Schiffstypen und Handelsrouten. Doch auch die Probleme des Stahls sind 140 Jahre alt. Er ist relativ schwer, muss aufwendig vorausgeschützt werden und der Bau der Schiffsrümpfe ist zeitraubend. Koordiniert vom Center for Marine Technologies in Hamburg haben sich mehr als 35 Unternehmen, Forschungsinstitute und Universitäten aus der Europäischen Union zusammengeschlossen. Auch Evonik ist dabei. Seinen Sitz hat das unter dem Namen Ramses laufende Projekt unter dem Dach der Hamburger Schiffbauversuchsanstalt. Das Projekt Ramses hat zur Aufgabe, neue Materialien zu erproben und zu demonstrieren für den Einsatz im kommerziellen Schiffbau und den Durchbruch auf breiter Basis für solche Anwendungen zu schaffen. Wir versuchen, alle Materialien einzusetzen, die in Frage kommen. Das fängt an bei Stahlsorten, nämlich hochfesten Stählen, als auch Kompositmaterialien, also Kunststoffe. Wir haben vor, noch in der Laufzeit des Projekts Ramses eine Schiffssektion zu bauen. Das ist im Jahr 2020 und im Jahr 2021 dann den Schiffskörper zu bauen und dann zu erproben. Das Evonik-Werk in Geesthacht liegt vor den Toren Hamburgs. Das Werk ist unter anderem spezialisiert auf sehr stabile Epoxidharze, wie sie etwa in Windanlagen zum Einsatz kommen. Stefan Sprenger arbeitet an der Entwicklung von Epoxidharzen für den Schiffbau. Er erläutert die Rolle von Evonik im Ramses-Projekt. Das Composites-Team von Evonik, das im Ramses-Projekt aktiv ist, befasst sich mit dem Unterprojekt des sogenannten Composite-Rumpfes. Und im Composite-Rumpf ist eben die Aufgabe, im konventionellen Stahlrumpf für ein Hochseeschiff, wir reden hier von einem Schiff von etwa 80 Metern Länge, durch einen Faserverbundrumpf zu ersetzen. Und wir haben die Aufgabe, dieses möglich zu machen, indem wir ein Spezialharz für die Herstellung des Rumpfes entwickeln, das eben im Wettbewerb zum Werkstoff Stahl den ganzen Anforderungen genügt. Und dieses Harz muss auch, das ist besonders wichtig, unter Werfbedingungen, das heißt in der offenen Halle, verarbeitbar sein. Der Hauptvorteil besteht zum einen eben im Gewicht. Ein konventioneller Stahlrumpf in dieser Größe wirkt ca. 300 Tonnen. Ein Faserverbundrumpf, der wirkt etwa 60 Tonnen, das heißt also ein Fünftel nur noch des Gewichtes. Ein weiterer Vorteil besteht eben darin, dass Faserverbundwerkstoffe nicht korrodieren. Rost ist kein Thema mehr. Und der dritte, nicht zu unterschätzende Vorteil ist, dass wir hier eine sehr rasche und schnelle Fertigungsweise für den Rumpf haben. Entsprechend 80 Meter Rumpf kann in 3 bis 4 Arbeitstagen von der entsprechenden Mannschaft gefertigt werden. Für unser Produkt sind die Zielkunden ganz klar die Schiffbauer, die dann entsprechend ihre Schiffe für diverse Anwendungen designen. Evonik. Kraft für Neues.